So, guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen bei der Raststätte in Würzburg. Ladies and Gentlemen, wir sind auf dem Weg nach Wiesbaden. Ihr wisst alle, was in Wiesbaden ist? Nein. Ich glaube, dass ich der allererste war, der bei Burger Hannes war. Nein. Ich weiß noch nicht genau, was der Plan ist, was uns in diesem Video erwartet, aber ich nehme euch mit. Wir werden wahrscheinlich sehr, sehr viel Wein trinken für alle, die damit ein Problem haben. Ist mir Schaut euch mal diesen Ausblick hier an. Deutschland ist wirklich auch verdammt schön, kann man sagen, was man will, oder? Schaut euch diesen Oldtimer an. Garea! Läuft. Dauert noch ein bisschen. Ja, anscheinend. Ich meine mit der Fotografie. Nicht immer wenn ein Mikro auf der Kamera ist, dann mache ich ein Video. Für Dallmayr? Nee. Das sieht doch vernünftig aus. Viel Spaß beim Kaffee trinken. Ich weiß nicht, ob dieser Kaffee Körperverletzung ist. Aber Ladies and Gentlemen, wir haben noch 1,5 Stunden vor uns, wie ich schon vorher gesagt habe. Boah. Ich hätte da Zucker reinmachen sollen. Auf jeden Fall sind wir dann. Wir sind jetzt 4-5 Tage hier. Und nein, für alle, die denken, wir sind bei der Goldis-Eröffnung, wir schaffen es leider nicht. Wir sind einfach on Tour. Wir sind einfach wieder in Deutschland. Dieses ganze Jahr, werde ich euch auch versprechen, werden wir uns mehr in Deutschland auch bewegen. Das heißt, wir werden dieses Jahr ein bisschen mehr in Deutschland sein, ein bisschen mehr in Europa, im Balkan, in die Türkei wieder, nach Spanien, nach Valencia, nach Puerto Rico, nach Brasilien, nach Bolgimoro. Was wird das Erste sein, was er jetzt sagen wird? Guten Abend. Ich wollte eigentlich was an. Willst du Cappuccino? Hast du einen besorgt für mich auch? Ja, habe ich. Der ist für mich? Ja. Echte? Ja. Ich habe da nämlich keinen Zucker rein. Deswegen ist es jetzt deiner. Wow, danke schön. Wo sind wir gerade? Worüber redet ihr gerade? Ich habe es vergessen. Hast du denn erzählt, dass ich gerade scheißen war? 3, 2, 1 und jetzt schreibt ihr gleich in Garem in den Chat. Garem! Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen FFM 060069. Ho! Wie viele Stunden sind wir gefahren? 6. 6 Stunden? 7. 7,5 Stunden später, wir befinden uns in Frankfurt. Jetzt haben wir noch 30 Minuten bis nach Wiesbaden. Frag mich mal, warum ich nach Wiesbaden fahre. Warum fährst du nach Wiesbaden? Wir checken jetzt ganz kurz ins Hotel ein. Ich habe richtig Hunger. Sehr, sehr nice Hotel. Oranien Hotel oder Onania oder irgendwie sowas. 50 Cent in meiner Tasche. Gib die her, das ist meine. Nee. Ah. Warst du schon mal auf der Wiese baden? Nee, aber in Wiesbaden. Willkommen im Oranien Hotel. Randy Gamble. Signature der Ting. Frohe Ostern. Danke, dir auch. Oh, das ist dieser Aufzug, den ich noch kenne, gell? Der ist... Irgendwas war mit dem. Bist du auch in der dritten? Ja. Du bist 310, ich bin 301. Küss mich. Digga, warum sind wir so nah? Ich sag doch, der Aufzug ist komisch. Mit Gepäck ist der eindeutig zu eng. Was bist du? 310. Du bist 310, ich bin 301. Was bist du? Ich bin Afrikaner, du. Nur Schokolade, ich hasse das. Ich schwöre, die Tür geht nicht auf. Ich mein's ernst. Oder weißt du, wie ich pissen muss, ja? Schau, der fährt wieder unter, die Tür ist nicht aufgegangen. Ich hoffe, wir bleiben jetzt hier stecken, dann ist vorbei. Boah, wenn die Tür jetzt nicht aufgeht, krieg ich Panik. Okay. Prost dann. Es gibt Menschen, die werden nicht mehr reingegangen, gell? Wir sind nur zu faul, die Treppen zu nehmen. Lieber bleibe ich stecken, als zu Fuß zu gehen. Warte, ich will mal sehen, ob du ein besseres Zimmer hast. Alter. Das Spiegel schon runtergerissen. Hoffentlich habe ich ein besseres Zimmer. Boah, shit. Ich glaube, ich habe... Okay, der Balkon ist nass, aber... Also, wenn ich nicht das bessere Zimmer, weiß ich auch nicht. Garé. Ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Roomtour. Wir haben eine wunderschöne Shower. Cleaner Boden mit meinem Fußabdruck. Dang. Wir haben ein wunderschönes, sauberes Waschbecken. Wow. Ein Spiegel, wo man sich so nah sieht, wie man eigentlich gar nicht will. Garea. Wir haben ein Bett, wir haben einen Schrank, wir haben eine Sitzmöglichkeit. Da draußen noch 2 Sitzmöglichkeiten. Ein Fernseher, eine Lampe, 2 Nachtkästchen. Ein wunderschönes Bild. Und das ist der Hallway. Herzlich willkommen in Wiesbaden. Freu dich auf das Video. Lass dein Like da. Ich weiß, es kam letzten Sonntag kein Video. Für alle, die aber verfolgen oder mehr Videos wollen, Leute, abonniert den Live-Kanal. Ich verlinke euch den unten. Folgt auf Twitch rein, Leute. Wir sind schon wirklich, wir haben schon ein paar Streams gemacht. Ich würde sagen, gib mir noch ein halbes Jahr, dann bin ich offiziell auch ein Streamer. Kuss geht raus und jetzt ziehen wir los zu Burger Hannes. Hast du einen Balkon eigentlich? Boah, also Ladies and Gentlemen, die ersten Schritte durch Wiesbaden. Wiesbaden. Da drüben, Palmengrill.
Ich glaube, das riecht man auch. Hier riecht schön nach Fleisch, schön nach Grill. Trotzdem hält mich das jetzt nicht davon ab, mir einen leckeren Smashburger reinzuschmettern. Ja, ne? In Weiß. Die Mütze steht ja aber. Danke, Bro. Weiß ich nicht. Habe ich geschenkt bekommen. Von Lukas. Als ob du nicht weißt, wo die Mütze ist. Bro, lies die Marke. Ich habe sie geschenkt bekommen. Marni. Für die Mütze kriege ich auch viele Props. Danke. Ja, bei euch. Warte ich schon mal bei dem anderen hier. Hallo. Hier, keine Konkurrenzwerbung machen, gell? Nee, ich meine Hofheim, bei dem Truck von dem. Ja, da war ich zuerst, ja. Ah, okay. Ist hier irgendwo der Burger Hannes? Ich suche den Burger Hannes. Wer ist der Burger Hannes? Wer ist der Burger Hannes? Krass, Randy, was geht ab, Bro? Alles fit. Wie geht's dir? Alles super. Was geht, Chefin? Alles gut? Was, Chefin? Wie geht's dir? Sehr gut. Wie du willst. Das nennt man levantinische Ort. Das sind meistens die Falafel noch ein bisschen grün. Und ich hätte die Angela 44 Burger gar rein, wie soll das alles essen? Jerry, könnt ihr jetzt vorbeikommen, wenn ihr einen Burger wollt? Wir jeden zweimal oder jeden einen? Ich weiß es nicht, Bruder. Es ist viel zu viel. Ich habe schon wieder gesagt, macht wenig. Ich muss sagen, schau mal, zum Beispiel hier sieht die Kruste jetzt geiler aus als hier. Das ist nur manchmal okay, aber die Kruste sieht im Großen und Ganzen schon Bombe aus. Ne? Bombe, gell? Bombe. Okay, mit welchem fangen wir an? Ich werde nicht viel dazu sagen, Chat. Ich will nur, dass Lukas seine Meinung wirklich abgibt, weil es mich interessiert. Weil ich damals gesagt habe, dass dieser Burger wahrscheinlich für mich in der Top 5 in Deutschland sicher mitspielt. Nee, das und ist der Classic, ja. In diesem Sinne, cheers, my brother. Lass dir schmecken. Salüli. Größe ist perfekt. Das schmeckt genau wie ich es erwartet habe. Also technisch kann man nicht meckern. So. Das ist ein perfekt umgesetzter Smashburger. So. Das Fleisch hat die Kruste. Alles andere ist Geschmackssache, ob man das dicker, dünner, breiter, mehr gesmashed, weniger gesmashed, ist dann einfach eine Style-Frage. Ja. Das kann man auch nicht so hart kritisieren eigentlich. Ich finde, das Fleisch hat nicht ganz so viel Punch. Das Fleisch könnte ein bisschen mehr Kraft haben einfach. Mal abgesehen davon ist es technisch perfekt umgesetzt. Oder? Die Burger schmecken wirklich genauso wie damals, wo ich hier war. Und da hat Mama von ihm die Burger gemacht. Einfach Mama. Das hat mich am meisten geflasht. Shoutout geht raus an Karims Mama. Liebe Grüße. Ah nee, du hast den Cheesy gegessen, Bro. Du hast nicht den Classic. Du hättest den hier nehmen müssen, okay? Das ist ein Classic? Das ist ein Classic, ja. Das ist der Classic. Mit den geschnittenen Zwiebeln. Den probier ich jetzt. Eat it. Der ist noch besser. Okay. Ich meine, ich hab mich auch mit Karim. Junge, einer sagt fast wieder Jürgen. Ich habe mich ja mit Karim auch unterhalten. Der Mann gibt sich auf jeden Fall übelst Mühe. Auf jeden Fall ein Auge für Detail und macht sein eigenes Ding und sucht sich seinen eigenen Weg auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn der Mann jetzt noch ein bisschen krasseres Fleisch hat, dann ist der Burger auf jeden Fall übelst. Dann sorgt er für Probleme. Also richtig thirsty. Ich mag auch die Größe. Das ist die Snackgröße. Was, Bruder, das hast du mir damals gesagt. Perfekte Größe ist so, der eine Burger darf dich nicht satt machen. Es gibt, glaube ich, gar kein Double, oder? Nee, er hat es extra so gemacht, weil er meinte. Will er nicht. Der ist jetzt mit Cheddar. Also ich bin sehr, sehr happy, weil es ist jetzt deutlich größer, es werden deutlich mehr Burger gemacht, was zwei Effekte haben kann. Entweder die Burger werden besser, weil mehr auf der Platte passiert, oder die Burger werden schlechter, weil die Leute in der Küche schlampiger arbeiten. Der Burger schmeckt immer noch genauso gut wie damals. Genauso habe ich ihn in Erinnerung. Und obwohl die so dünn smashen, ist leicht rosa in der Mitte. Feier ich. Das ist auf jeden Fall, wie man ankommen möchte, oder? Nach einer 8 Stunden Autofahrt, Alter. Boah, jetzt geht diese Cola. Diese Cola kann jetzt noch mal dafür sorgen, dass du mehr Platz hast für einen Burger mehr, gell? Hammer. Fries hätte ich trotzdem gerne dünnere, weil ich liebe diese dünnen Pommes, aber die sind crossy-cross. Der ist wie sein Vater. Das ist diese Joppi-Soße.
Der ist halt sehr süß. Eine Zwiebelscheibe komplett auf die Platte gelegt und karamellisierte Zwiebeln dazwischen. Das Fleisch werde ich essen. Ich sage euch, merkt euch das, für alle, die den noch nicht probiert haben, kommt hierher. Es ist auf jeden Fall einer meiner liebsten Empfehlungen, die ich euch geben kann. Und der Burger schmeckt mir besonders gut. Und die Auswahl ist das, was mich am meisten flasht. Ja, rein. Ich finde mit Yuppie ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, taugt die einfach. Das ist Geschmackssache. Das ist, was du gesagt hast. Technisch sitzen die und dann ist nur noch Geschmackssache. Der taugt dir am meisten, oder was? Da habt ihr es, Ladies and Gentlemen. Ich sage euch so, mir fällt es ziemlich schwer, einen Favorite zu finden. Aber Yummy, Yummy ist der mit Yuppie-Soße, ist für mich der viertbeste. Ich nehme eins mit. Gemacht. Warte, ich nehme Pink. Der Mann ist überfordert, weil er einen einnehmen muss. Ich habe die Tür. Ich bin Multitasking. Ladies and Gentlemen, es war sehr, sehr lecker. Wir wurden sehr, sehr nett empfangen. In diesem Sinne, gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Und was wird hier geplant? Vielleicht Jordanien habe ich mitbekommen. Könnte passieren, ja. Schreibt in die Kommentare, ob wir mit dem Mann Futur eventuell nach Jordanien fliegen sollen. Ralf, kannst du einmal ganz kurz erklären, wo wir hier sind? Wir sind gerade bei den Henrichs-Brüdern, den Juniors. Die haben hier ein Restaurant, noch eine Bar. Die sind jetzt seit ein paar Wochen wieder auf und da gehen wir jetzt hin und schauen mal, was los ist. Was machst denn du da? Hey, Dicker, was machst denn du hier, Dicker? Hey, Dicker, freut mich. Ey, freut mich, Dicker. Schön, dich zu sehen, Dicker. Ralf, was hast du jetzt bestellt aber? Wunderschön. Und dann gab es ein Einfällchen. Wegener, 2016. Du, Winkel haben wir aber leider nur im Namen. Wir warten immer noch auf den neuen Jahrgang. Das hat uns noch nie aufgehalten. Wir fangen jetzt an. Liebes Baden. Cheers. Wiesbaden. Take it till you make it. Diese Rezeptur hat mir praktisch mein Barmeister damals, ich rede vor 15 Jahren, Nicky Beach. Ladies and Gentlemen, 1 bis 10. Cher, 1 bis 10. Muss man im lassen, er hat einen guten Mezcal Margarita gebaut. Er ist gut, er ist sehr, sehr lecker. Okay. Er ist lecker, ja. Also, dann ist mal besser. Ist gut. Hau rein. Bye, bye. Ciao. Guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Ladies and Gentlemen, heute ist der letzte Tag. Wir werden nicht mehr viel in Wiesbaden machen. Wir haben ausgeschlafen. Wir haben gestern Nacht noch, als wir nach Hause gekommen sind, das Video hochgeladen. Das werde ich jetzt dann online gehen lassen. Es geht zurück nach Wien. Es muss gestreamt werden. Es muss gearbeitet werden. So sieht's aus. Ihr könnt ja dreimal raten, wie uns Wiesbaden verabschiedet. Danke dir, Dicker. So, Ladies and Gentlemen, Randy ist fertig. 10, 15 Minuten habe ich gebraucht. Ich sage euch so, hier drin stinkt's einfach. Wenn Menschen schlafen, stinken sie, habe ich das Gefühl. Wäh! Too late, ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst.